Danke. Ja. Albert Dampf, Aha. Stephen Paint. Mo Schmitz. Guten Tag. Was mache ich jetzt? Weiter, Was nein. mache Der macht's ich? schon richtig. Was mache ich hier? Freud Crowder. Mann, richtig. Alles gut. Oh Was mache ich hier? nein. Verletzt meine Beine. Windows-Muskel. Windows-Muskel, du Oh, musst hier drücken. mein Timo Arm. Schmidt, nicht Ah. alles noch Schlüssel für erklärt. den Shelby. Tommy Hallo. Steffen. Jawohl. Mach mich Walter noch ein bisschen Lampe, warm. ich sehe sie Und auch Johnny mal. Diamond. Will Ich. Havan. Wer sind Das ist die auch beiden bist du ja hier? Carry. Was ist los? Hallo. Ach du Scheiße, Moin. nicht der Sifo Carry. Mai. Alle Sieht im die auch noch? Mai. Anschie, mein Bin ich schon Liebling. wieder. Hallo, Alles klar. Carry. Ach, was habe ich gerade zu dir gesagt? Was Mai? ist denn los? Ah, meint Ich Alter, bin ich nicht wollte Mai. Carry Ja. sagen. Warum Ja. sehe ich dich denn nicht? Da hinten steht Oh. Mai. Alle PMAs Mai. ist an diese wunderschöne Wand und salutieren. Dankeschön. Das war Mai und Carry verwechselt, Nein! Verfolgung. Oh! Verkackt. Lala. Mit, drück mal Salutieren Windows-Muskel. Wir sind ist. oben beim Außenposten, gleich Ihr wisst, wie GSG es geht. vorstellen. Ah! Oh, okay. Windows-Muskel macht dir hier alles. Alt-GR-Muskel ist Zähne machen. Nö, keine Ahnung, wir sind Ah, aber mit der dankeschön. Ghost hochgeflogen. Wird alles gleich Alles noch klar. erklärt. Kann man gleich weiterfliegen. Genau, alle zuhören, kein Alt-GR drücken. Ja. Weiter. Wieder umgestellt. Ja, so. Boah, die Reihe sieht schon Ihr cool könnt aus. alle mal schön die Hand an den Kopf nehmen. Welche Taste ist nochmal so rotieren? Hashtag Auf Taste. Hashtag. Hashtag. Was? Auf Hashtag dem Taste. Hashtag Muskel. Hashtag salutieren. Da kommt naja noch einer. Es klappt nicht. What the fuck? Sah das Meer aus, ey. Ja. Hör mir alle zu. Guckt mir heute keiner zu. Ach, wir hören ihnen zu. Wir hören zu. Jawohl! Ich sage es Ihnen einmal. Wenn Sie einmal Scheiße machen, dann machen Sie 10. Machen Sie das zweite Mal Scheiße, dann rennt die ganze Klasse schön um diesen Außenposten. Sollten Sie das dritte Mal Scheiße bauen, fliegen Sie aus der Grundausbildung. Moment. Fliegen Sie aus der Grundausbildung und damit auch aus der Polizei. Haben Sie das verstanden? Jawohl. Jawohl. Es geht halt darum, dass das einfach nur die Grundausbildung in die Länge zieht und darauf hat halt keiner Lust. Herr Dann dreimal Unfug. die Hände an die Schläfe. Herr Unfug, dann zeigen Sie mal den wunderbaren neuen PMAs, wie man sich begrüßt. Ja, gut, dann Ja, fangen wir hier. dann. Was? Begrüß mich, Kasper. So, ja, warte mal. Ding! Aschen, Herr Unfug. Guten Tag, Herr Mai. PA 17 Rainer Unfug meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Wunderbar, Herr Unfug, Sie können sich rühren. Ja, Ich hoffe, also. jeder von Ihnen hat zugehört. Das ist auch wichtig bei Ihren Prüfungen. Dann üben wir das einmal. Herr Unfug, gehen Sie mal gerade die Reihe da durch. Aber wo fangen wir denn mal? Fangen wir mal hier vorne an. Aber ich brauche erstmal den Ausweis. So, guten Tag, Herr Bauer. Jack, BMA 115 meldet sich zur Grundausbildung. Ah, da haben Sie was vergessen. Guten Tag, Herr Unfug. Haben Sie Ihren Namen gesagt? Ja. Habe ich nichts Aber gesagt. er hat. Herr Unfug, Sie sind Ja. sein Vorgesetzter. Er hat da was anderes vergessen. Ja, richtig. Nochmal von vorne. Guten Tag, Herr Bauer. Guten Tag, Herr Unfug. Ich melde mich. Der PMA 150 Bauer meldet sich zu Dienst. Herr zu Gottes Willen. Ja, und zum Schluss bin ich Also, die Dame zu meiner Rechten oder die Vorgesetzter. Dame vom BKA würde mal mit Ma'am ansprechen. Wie nennt man das bei Herr Unfug? Sir. Ja, wunderbar, das haben Sie Wunderbar. vergessen. Ja gut, der Erste hat immer so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ja, super, egal. Entschuldigt, wenn man sich da hinstellt. Guten Tag, Herr Street. Guten Tag, Herr Vorgesetzter Unfug, PMA 119, melde mich zur Grundausbildung. Jetzt haben Sie zwei Dinge vergessen. Einmal Ihren Namen und das Sir am Ende. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ach, guten Tag, Herr Street. Guten Tag, Herr Unfug. Jason Street, PMA 119, melde mich zur Grundausbildung, Sir. War, können Sie sich rühren. Bei mir schießt keiner auf dich. Ja. What the fuck? Warum? What the fuck?
hab doch gar nichts gesagt. Entschuldigung. Okay. Wenn sie salutieren, brechen sie da die Aktion ab. Das ist wohl jemand ziemlich übermotiviert. Guten Tag, Herr. Also will ich auch schon. Guten Tag, Herr Unfug. BMA 152 John Doe meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Aber rühren Sie sich. Guten Tag, Herr Klein. Guten Tag, Herr Unfug. PMA 118, Peter Klein meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Aber rühren Sie sich. Guten Tag, Herr Dampf. Guten Tag, Herr Unfug. Albert Dampf, 117, PMA meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Ja, jetzt nochmal ein bisschen geordneter. Okay, guten Tag, Herr Unfug. Albert Dampf, PMA 117. Meldet sich zur Grundausbildung. So. Ja, okay, stehen Sie bequem. Dampf, eigentlich sagt man zuerst seine Dienstnummer und seinen Dienstgrad und dann seinen Namen. Aber passt schon. Okay, Paint. Guten Tag, Herr Unfug. PMA 113, Stephen Paint. Meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Wow, stehen Sie bequem. Jetzt brauche ich hier wieder ausweichen. Gott, bin ich dran. Guten Tag, Herr Crowder. Guten Tag. Unfug. 112, Boyd Quader meldet sich zur Grundausbildung. Ah, Sie haben was vergessen? Wer hat das jetzt vorgesagt? Wer das vorgesagt hat, kann gerade mal 10 machen, hopp. Guten Tag, Herr Unfug. Die 112, Boyd Quader meldet sich zur Grundausbildung. Ja, da fehlt noch was. Ja, Herr Crowder, hören Sie sich das nochmal bei Ihrem Paint an. Guten Tag, Herr Paint. Guten Tag, Herr Unfug. PMA 113, Stephen Paint meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Und jetzt nochmal. Guten Tag, Herr Crowder. Guten Tag, Herr Unfug. Quader 112 meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Ach gut, überall dann nochmal. Dann Dampf eigentlich erst Dienstnummer und Dienstgrad vor dem Namen. Ich hier nochmal den Namen. Brauchen Sie meinen auch? Schon okay. Guten Tag, Herr Schmitz. Guten Tag, Herr Umfug. PMA 114, Timo Schmitz meldet sich zur Grundausbildung, Sir. Aber rühren Sie sich. Oh. Guten Tag, Herr Steffen. Guten Tag, Herr Unfug. PMA 116, Tommy Statham meldet sich somit zur Grundausbildung, Sir. Aber stehen Sie bequem. Danke. Oh, jetzt kriege ich hier den Ausweis. Bequem stehen. Guten Tag, Herr Diamond. Guten Tag, Herr Unfug. PMA 154, Johnny Diamond meldet sich zum Dienst als zur Grundausbildung, Sir. Aber rühren Sie sich. Oh. Wow, oder setze ich ihn hier? Ja, da Sie jetzt alle die Begrüßung drauf haben, drehen Sie sich einmal bitte Richtung. Wer ist denn der Erste da? Dreht euch alle darüber. Darüber. Nach rechts. Ist denn das klein? Ja, perfekt. Ja. So. Wir sind Polizisten. Wir gehen, wir rennen nicht. Das heißt, wir werden jetzt alle zu diesem wunderschönen ATM hinter uns gehen und dort 50.000 Dollar abheben. Angeordnet. Ja. Wir gehen, entweder drücken Sie die C-Muskel oder W und S gleichzeitig. Der Erste müsste dann anfangen zu laufen. Ja, das ist der GC-Muskel. Ey, ich hab ne dumme Warze am Fuß, das funktioniert irgendwie nicht bei mir. E, rechtsklick. Ist TRG und C-Muskel. Oder rechtsklick, dann gehen. Oder W und S gleichzeitig. Okay. Ist ja auch STRG und C-Muskel. Oder rechtsklick. Nee, funktioniert nicht. Doch. Jetzt geht's doch. Ah ja. Ich da drin sitze. BKA oder also GSG heißt dann schon. Was? Also gehört mal? Wie sollen wir abheben? 50.000. 50.000.
Wie die halt wieder zuhören. Ja, ja, hab ich gehört. Wenn sie flüstern, dann flüstern sie auch richtig, dann höre ich das auch nicht. Bloß nicht meinen Pass. Flüster richtig eigentlich. Nee, das macht, fließt. Auf dem Rücken kostet G36. Dass die Jacke ein bisschen zu dick ist für die Weste. Richtig. Ich meine ja auch die Jacke und nicht. Ach so. Die Kapuze, geht einfach über die Weste. Das ist ja auch richtig. Alles in Ordnung so. Du ziehst ja auch keine Jacke an und packst die Kapuze in die Jacke. Ja, ich weiß, eben. Ich ja mal. Das ist aus der Reihe. Ja. Wir haben sie erst jetzt gemacht, der Kleine. So, könnt mich alle hören? Jawohl. Jawohl! Ich bin leider etwas erkältet, also möchte ich nicht allzu lange rumschreien. Wir gehen jetzt zu diesem netten, hübschen Herrn hier. Herr Crowder, Sie machen erstmal 10. Eine Polizeiuniform. Es ist überhaupt nicht das lustig, ist einmal das weiße Hemd, Kollegen das einer ihrer, zwei ihrer lustigen. Kollegen schon hat. Und die Polizeianwärterweste, den Gürtel, den müssen Sie nicht unbedingt nochmal kaufen, der ist ja schon da. Oh. Nochmal, Herr Crowder, Sie machen 10. Es ist unkollegial, sich über angeschlagene Kollegen zu belustigen, vor allem wenn Sie ihnen was erklären. Entschuldigung. Ich bin heute wieder angekackt, als er mir die Ohren im Funk vollgeschrien hat. Hat sich gefreut, weil er ein Flugzeug runtergeschossen hat. Nein, ist so da drüben. Vollidiot. Ja, der erste kann. Hab ich auch dann kommen wir zu den Lebensmitteln. Da wird einmal, also. Erstens, trinken können Sie so viel mitnehmen, wie Sie brauchen oder wollen oder was auch immer. Was unbedingt, unbedingt immer dabei sein muss, ist ein Nagelband, ein Dietrich, ein GPS-Tracker, 5 Hütchen, 5 Sperren, 2 Scheinwerfer und 5 Beinschienen. Das ist die Grundausrüstung. Essen und trinken ist egal, wie viel das ihr mitnehmt. Einfach diese Sache, die ich gerade aufgezählt habe, müssen immer genau so viele dabei sein. Sie können schon auch mehr mitnehmen, aber das ist blöd. Und zu empfehlen, ja, ich würde noch ein oder zwei Kanister voll Benzin mitnehmen, weil mir ist es auch schon passiert, dass ich mitten in der Pampa dann stecken geblieben bin. Das ist nicht so toll. Also, mal gucken, wer jetzt dabei versaut. Können Sie mal wiederholen? Ein Nagelband, ein Dietrich, 5 Hütchen, 5 Barrikaden. 5 Beinschienen. Ui, das kann können auch schon los, oder? Wir können auch schon los. Geht doch. Ja, keine Ahnung. Alter, ich kotz gleich meine Luge wieder aus. Wir müssen das noch nicht einzeln machen, oder? Wir können auch alle gleichzeitig. Können wir alle gleichzeitig? Na dann. Könnt das probieren, einfach alle gleichzeitig machen, ist mir wurscht. Ich bin nicht durch, ich bin zu fertig. Jetzt kaufen wir erstmal Lebensmittel. Ich mach grad einen Schritt zurück. Hallo! Hallo, Tom. Oh, Tom, wo schleichst du wieder rum? Ich glaube, das war mehr so eine magische Taskforce. Bombenmann, schärfen Sie die Frau nicht? Ich glaube, ich kann keine Bombenmann schärfen, Herr Kohl. Blind. Ich glaube, das brauchen sie nicht, weil sie so lange nicht überleben werden. Sich wer falsch ausgerüstet hat, darf ich den dann erschießen oder machst du das selber, Kai? Fehlt die Weste. Können wir nicht alle. Stellen ihn alle vor eine Wand und dann schießen wir. Diejenigen, die fertig sind, können sich hier um mich herum im Kreis aufstellen. Oh. Ich angucken, bitte. Habe ich. Dietrich. Hab ich. Ach, Müller. Du bist doof. Du steckst doch alle an. Du gehörst nicht in den PMAs. Habe ich.
PO7. ich bin mal ganz kurz im Kopf. Wollen wir uns auch einen Taser holen? Da habe ich gar keinen Auswahl. Ach, Herr Bauer. Wurde gesagt, dass ihr euch einen Taser holen sollt? Die anderen haben alle einen, weil der zur Standardausrüstung gehört. Ist es richtig, dass man den Rucksack nicht sieht? Das ist der Police Duty Belt. Mai? Ja? Wollen wir uns einen Taser jetzt noch kaufen? Die P07, weil... Die P07 ist übrigens der Taser. Ja. Den könnt ihr auch noch holen. Ach, hab ich ganz vergessen. Was hab ich denn für Waffe? Schon. Ach, die können schießen, die können den nicht tasern. Kannst du auch mir geben. P5 oder was? Ja, welche sind? Ist es lustig, wenn 10 Mann auf einen Zivilisten schießen. Hab ich eh schon verkauft. So, ich hoffe, ich habe alles an Ausbildung mitgenommen, an Sachen mitgenommen. Ja, genau. Bin mir immer ganz sicher. Aber da schießt der Taser scharfe Munition. P07 holen. Oder vielleicht mal aufhören, alle durcheinander zu gehen. Ich verstehe kein Wort. Und keine Primärwaffe. Das heißt, die MP5 gehört wieder weg. Wenn sich jetzt eine MP5 gekauft hat, steckt die wieder weg. Wir können nur P07 kaufen. No. Wer auch immer da seinen Müll hingeworfen hat, der sammelt den ganz schnell wieder auf, weil so ein Rangefinder gehört auf keinen Fall in die Hände von Zivilisten. Nochmal, ich sag den Kreis um mich herum aufstellen. Ist das ein Kreis? Jungs, Tempo! So. Wer hat jetzt die falsche. Hat jemand überhaupt eine falsche Weste? Lass mich mal hier raus. Anwärter. Anwärter, dreh dich mal um, Dampf. Okay. Doch, haben alle richtig gemacht. Passt. Und dann alle wieder zurück an die Wand. Es haben noch manche keinen Schal. Es wäre ganz gut, wenn die sich, glaube ich, einen Schal kaufen würden. Ja. Sehen alle, die keinen Schal haben, sollten sich vielleicht einen Schal kaufen, sonst wird das gleich lustig. Am besten keinen weißen, weil der Nacht... Da ist er. Ah, den sieht man wirklich nicht, aber den meisten sieht man von weitem. Das heißt, was wir da geschrieben haben? Ja, mehr oder weniger. Ah, ja. Mehr oder weniger. Welche Person? Unfähig. Jetzt aber. Gut. Da ihr jetzt ausseht wie richtige Polizisten, kann sich mal das BKA da vorstellen. Es wird denen noch langweilig. Oh, wunderschönen guten Tag. Das ist mein Name vom BKA. Ich entschuldige mich für das Fehlen meiner Chefs, den Herrn Murray, Smirnoff und Duty. Die haben leider keine Zeit, deswegen war ich das heute hier. Ja, wir sind das BKA, Bundeskriminalamt. Sind zuständig für, sagen wir jetzt mal, Waffendeals. Das. Bist du auf laut, Dan? Ja. Ich. Versteh mich alle, ne? Die Ghostwalk ist mir mal nervig! Ja, ich versteh sie. Die Ghostwalk ist ab. Ja, ich hör gar nichts. Oh! Ja, wir sind zuständig für, Oh, steht sie drin. Dafür einmal Zivilisten zu observieren. Heißt, wir arbeiten hauptsächlich, wenn es klappt, zivil oder undercover. Unterstützen bei, wenn die Cops zu wenig auf der Insel sind, unterstützen wir die Cops auch im Streifendienst. Aber unser Hauptaugenmerk liegt dabei, zivil und undercover im Dezernat zu arbeiten. Dabei observieren wir einmal die Drogenfelder, heißt, wir versuchen den Drogenhandel zu schließen, beziehungsweise einen Strich durch die Rechnung den Herren zu machen.
dann noch für allgemeinen Menschenhandel, was leider Gottes hier nicht so viel gemacht wird, Waffendeals. Wäre doch auch mal schön. Entschuldigung. Was könnt ihr damit anfangen? 10 Euro, wer bietet mehr? Das DSG kann man gerade den Rand halten. Ihr wollt auch nicht unterbrochen werden. Ja. Danke. Wie gesagt, wir kümmern uns auch um Waffendeals. Wenn sie irgendwie mitbekommen, sagen wir jetzt mal Gruppierung XY wieder in Gruppierung Z, Waffen verkaufen und sie sehen, dass jemand vom BKA da ist, können sie sich gerne bei den Herren melden. Und dann wird er weitere Schritte einleiten. Auch wenn es um Drogenfunde geht oder allgemein um großen Fund von Waffen. Oh, darf ich ihn abschießen? Wäre schön, wenn sie sich dann auch bei uns melden würden, damit wir vielleicht auch im Hintergedanken bei den Herren mal Hausdurchsuchen oder sowas durchführen könnten. Das ist eigentlich so das Aufgabenspektrum vom BKA. Ja. Fragen? Irgendwelche Fragen? Negativ. Nope. Wenn Fragen noch aufkommen, können Sie gerne jedem BKA-Beamten im Dienst fragen. Oder einfach auf BKA kommen und dann können Sie Ihre Fragen stellen, die Sie stellen wollen. Und viel Spaß bei der Grundausbildung und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. So, danke. Das waren die Herren zu meiner Linken. GGV, Nabend. Aber nichts zu sagen. Achso. Ja. Also, wir sind die Herren vom GSG 9. Das, keine Sorge, ich halte Ihnen nicht so einen langen Vortrag wie der vom BKA gerade. Geht bei uns ein bisschen schneller. Wir sind die da, die eigentlich kommen, wenn es knallt. Wir räumen auf, wenn irgendjemand der bösen Jungs der Meinung ist, Stress zu schieben. Und sind primär in Kampftaktiken etc. Deutlich weiter als die normalen Streifenpolizisten, weswegen wir halt dann gerufen wird, wenn es komplizierter wird. Auch Sie können sich selbstverständlich in sämtlichen Büros und bei uns persönlich melden, wenn Sie Fragen haben. Bei Problemen ebenfalls. Ja. Was willst du jetzt? Das war's eigentlich. Irgendwelche Fragen? Was los? Ja, den fährt uns schnell. Oh, gut. Dann gibt es noch. Sagst du jetzt? Ja. Und dann wird's nochmal laut. Dann gibt es noch das aktivste Dezernat, das sind die Ausbilder. Dass jetzt gerade alle meine Ausbilder weg sind. Aber ihr seid keine Ausbilder. Und ja. Wir sind hinter dir. Wir kümmern euch um eure Trainings, um eure Ausbildung, um eure Prüfungen. Solltet ihr Fragen, Probleme oder sonst was haben, könnt ihr auch gerne zu uns kommen. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Wir sind für euch auf jeden Fall zuständig vom Rang des PMAs bis zum Rang PHM. Sobald ihr PK seid, seid ihr in der Obhut der Streifendienstleitung und der Ausbilder. Ja, dann gibt es noch die Streifendienstleitung. Der Streifendienstleiter ist aktuell der Herr Jehn. Der wird am Mittwoch neu gewählt von den Polizisten selbst. Ihr dürft leider noch nicht mitwählen, das geht erst ab dem Rang des PMs. Ab dem Rang des PHMs könnt ihr euch als Streifendienstleiter aufstellen lassen. Ja, Streifendienstleiter sorgt halt dafür, dass der Streifendienst ganz normal läuft. Kümmert sich auch um Probleme im Streifendienst und behebt die. Da gibt es noch den Vertrauenskorb, das ist momentan der Herr Nobel vom GSG. Solltet ihr irgendwelche Probleme mit einem Direktor, Leiter oder einem anderen Polizisten haben, sei es Streifendienst oder Dezernat, könnt ihr auch gerne könnt ihr euch auch gerne an den Herrn Nobel wenden, der wird es dann in eurem Namen klären und euch bei Problemen helfen. Das dazu fragen. Negativ. Nein. Wenn es jetzt schon wieder das GSG ist, dann schießt sie runter. Nein, das ist eine Hummingbird.
Nee. Gut, der landet aber wenigstens außerhalb. So. Jetzt mal vor allem die Streamer zuhören. Mal der Stream bitte winken. Winken. Ich hab's noch nicht gestartet. So. So, Nee. Andere. Neun war's. Oder geht einfach mal einen Schritt vor. Danke. Gut. Das sind drei. So. Ihr hört mir jetzt alle zu. Wichtig. Besonders aber für die Streamer. Wenn ihr unsere Karte öffnet, sehen unten links unsere Funks, die werden immer neu eingetragen. Solltet ihr Streamer sein, dann solltet ihr diese auch abdecken, bevor ihr die einstellt, also irgendeine Blende drüber macht, also kurz eine andere Szene, ihr wisst schon, was ich meine. Und ihr solltet rechts den Bereich verdecken, wo dann der Funk steht, wenn ihr funkt. Habt ihr das soweit mit? Jawohl. Schon komplett. Dankeschön. Wie gesagt, ja, ihr könnt wieder zurück in die Reihe gehen. Solltet ihr es einmal verdaddeln, die Funks abzudecken, ist nicht schlimm. Einfach dann der Leitstelle Bescheid sagen, dann werden die Funks geändert. Die Funks stehen unten links in der Ecke, da müsst ihr halt rein scrollen. Der oberste Funk ist immer der Leitstellenfunk. Da hat jeder Polizist zu sein. Dann folgen normalerweise Einsatzfunk 1 bis 4. Die belegt werden bei Einsätzen. Erste Polizist, der auf die Insel kommt, legt die Einsatzfunks fest und den Leitstellenfunk. Es ist dabei zu beachten, dass es irgendwelche Virenzahlen sind zwischen 35 und 512 und keine Kette bilden, also 201, 202, 203, 204, weil das dann relativ einfach ist für Zivilisten, das zu knacken, wenn sie ein Polizeifunkgerät haben. Im Golf von Pyrgos seht ihr die Streifenverteilung. Ganz oben, für ihr könnt mir da soweit folgen. Ja. Ganz oben steht ja. Alpha und die Nummer von Alpha hinten dran. Darunter kommt das Streifengebiet. Wir haben drei feste Streifen. Das ist Atira Kavala, Atira Sophia und Atira Pyrgos. Dann noch Springer. Einheiten, die dürfen sich frei auf der Karte bewegen. Die festen Streifen sollten halt vorrangig in diesem Streifengebiet fahren, damit die Karte abgedeckt ist. Dann seht ihr noch Heli, GSG, Boden und Luft, BKA, Zivil und Undercover und unten halt die Markierung Grundausbildung und unten drunter Fahndung. In Fahndung schreibt ihr halt was hin, wenn zum Beispiel mehrfach im S-Skelett aufgefallen ist mit Langwaffen. Links von den Streifengebieten steht GoPro, da bitte dann auch eintragen, falls ihr eine GoPro anhabt, damit eure Streifenkollegen wissen, dass ihr eine GoPro anhabt. So, das sollte auch zu Dienst, also der erste Kopf, der auf die Insel kommt, nach einer Sonnenfinsternis, sollte das auch eintragen. Genauso wie die Bankmarkierung, die findet ihr natürlich auf der Bank. Ein exaktes Bild davon findet ihr im polizeiinternen Forum, ihr das am besten zu markieren habt. Das müsst ihr natürlich nicht in der Zeit von, also unter der Woche von 1 bis um 16 Uhr machen. Aber es also sollten halt genug Polizisten da sein. Jeder sollte ungefähr die Bankregeln kennen. 15 Polizisten und ein Medic. Also sollte sich die Anzahl auf 15 Polizisten nähern, dann die Bank markieren oder ab dem auf der 20 Uhr Sonnenfinsternis dann auf jeden Fall immer markieren. Also. Ja, gut. ja. Es gibt zwei Formen der Alpha. Alpha bildet unser Kommunikationskarussell. Alpha koordiniert die ganzen Einheiten. Und Alpha ist Ansprechpartner für alle Einheiten. Ja. Solltet ihr unter 7 Polizisten sein, könnt ihr mobile Alpha machen, heißt es Haku verlassen. Solltet ihr aber über 7 Polizisten sein oder zwischen 17 Uhr und 1 Uhr morgens, dann ist Alpha stationär im Haku zu bilden. Heißt, ihr werdet dieses Haku nicht verlassen, damit Alpha halt im Ansprechbar ist und nicht einfach sterben kann.
Als Alpha seid ihr auch Ansprechpartner für die Zivilisten, die WWchen haben vorm HQ. Ihr koordiniert dann auch, ihr seid dann auch im Funk mit dem RC und den Medizinern. Was macht ihr gerade? Und schickt dann halt forderte Einheiten halt zu euren Kollegen, beziehungsweise schickt Kollegen zu den zwei anderen Fraktionen, wenn die Hilfe von uns benötigen. So. Eine Frage. Bitte? Ich habe da mal sowas gehört bezüglich irgendwie, wenn man unter einem gewissen Rang ist und dann eine Person eines gewissen Ranges nicht vorhanden ist, darf man ebenfalls das HQ nicht verlassen. Das war, glaube ich, irgendwie, wenn kein POM da ist, darf man als PMA das HQ nicht verlassen oder sowas. Ihr als PMA seid die Lernenden. Ihr müsst immer mit einem diensthöherrangigen Polizist fahren. Ab dem Rang des PMs bzw. PHMs kann man euch theoretisch zu zweit, also zwei PMs, in eine Streife stecken. Solltet ihr aber auch im Großraum Airfield bleiben, weil ihr könnt, habt nicht viel, um euch zur Wehr zu setzen. Es wird aber immer geguckt, und es sollte auch immer im Anliegen der Alpha sein, dass ein PMA oder PM/PH mit einem POM oder höher eingeteilt wird, damit ihr halt da was lernt und euch da von den höherrangigen Polizisten, die schon länger im Dienst seid, was abgucken könnt. Auch eine Frage. Bei der GoPro sollen wir letztens dann... Konnte ich Ihre Frage beantworten? Da sind Sie jetzt mehr verwirrt als vorher. So, nein, Sie haben meine Frage beantwortet, ja. Gut, so. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Sie alle haben ein Funkgerät. Drücken Sie mal den Steuerung P-Muskel, dann öffnet sich unser wunderbares Funkgerät. Sieht ja geil aus. Sie haben rechts neben der Antenne oben ein wunderschönes Rädchen. Wenn Sie da drüber gehen, steht da Lautstärke verringern, erhöhen. Verringern oder erhöhen. Wenn Sie Linksklick machen, verringern Sie die Lautstärke. Mit Rechtsklick erhöhen Sie die Lautstärke. Dann in der Mitte haben Sie ein Display, da steht Ihr aktueller Funk. Wenn Sie da, also müsste bei Ihnen C1 stehen, da können Sie reinklicken und dann die Funknummer eintragen. Ist genauso wie auf den Ziffunkgeräten. In der ersten Knopfreihe finden Sie den Mode-Knopf. Damit aktivieren Sie die Lautsprecher bzw. die Kopfhörer. Sie sollten immer die Kopfhörer drin lassen, weil mit Lautsprecher hört halt jeder, der sich in ihrer Nähe befindet, unseren Funk. Ist gar nicht cool. Mit dem GR-Muskel stellen Sie einen zusätzlichen Kanal ein. Da klicken Sie mal bitte einmal drauf. Da müsste aus dem C1 ein A1 werden. Aus welchem Muskel? Richtig. Sicher. Der Herr ganz links. Dann haben Sie Ihr Funkgerät auf? Ja. Wir patscheln sich von mir aus links. Also da steht jetzt A1. Das heißt, Sie haben einen Zweitkanal festgelegt. Wenn Sie jetzt auf Ihren Nummernblock die 2 drücken würden, dann haben Sie einen neuen C-Kanal, das wäre C2. Sie würden in dem Kanal hören, wenn jemand spricht, aber auch im A1-Kanal. Dazu kommen wir dann gleich nochmal zurück. Mit Escape löschen Sie die aktuelle Funkfrequenz. Mit der Taste runter und hoch können Sie halt die Kanäle hoch und runter schalten. Mit der INT-Taste können Sie die Frequenz festlesen. Und mit der Alt-Taste ändern Sie die Stereo-Einstellung. Gut. Streamer, ihr solltet halt, wie gesagt, wenn ihr die Funks am Anfang einstellt, das nochmal verdecken. Und halt, wenn ihr funkt, unten rechts. Wie gerade schon erwähnt. So, ihr geht mal bitte auf C1 bzw. A1, wenn ihr den GR-Knopf gedrückt habt. Und gebt da den Funk 55.5 ein und drückt Enter. 55.5 ist der Ausbilderfunk. Da werdet ihr auch ihr das mal drin sein, wenn ihr in einem Training oder in einer Prüfung seid. So. Hat das jeder gemacht? Ja. Yep. So, jetzt kommen wir zum was ganz Wichtigen. Wenn ihr die Funks eingestellt habt, dann macht ihr im Leitstellenfunk einen Funkcheck. Ein Funkcheck bildet sich dadurch, ihr sagt Funkcheck und eure Dienstnummer. Also bei mir wäre es Funkcheck 08 oder 08 Funkcheck.
Damit verifiziert ihr, dass ihr auch Polizist seid, weil es könnte ja jeder einen Funkcheck machen, der auch nicht zur Polizei gehört. Und gut, bei Ihnen, Sie sind jetzt neu, aber zum Beispiel weiß ich, dass die 96 der Herr Carey ist und die 55 die Frau Mai. Und wenn jetzt die Frau Mai anfängt, 96 Funkcheck, der wird mir irgendwas Spanisch vorkommen. Können Sie jetzt einmal bitte üben? Fang mal von mir aus links an. Funkcheck 117. Errorcheck. Und dann der nächste. Auch die Nummer zuerst sagen, oder? Man kann auch, also, naja, stopp, ihr müsst es jetzt nicht machen. Ja, aber ihr könnt auch zuerst die Nummer nennen. Da seid ihr aber halt ab und an in der Gefahr, wenn ihr die Funktaste zu spät drückt, dass halt eure Nummer nicht ankommt. Gut. Geht mal bitte alle aus eurem Funkgerät raus. Und drückt Escape. Dann auf Konfigurieren. Auf Steuerung. Wählt unten den Button Configurate Addons aus. Wählt in dem neuen Pop-up-Menü, wo Addon drin steht, das TFAR aus. Und scrollt mal bis ganz nach unten und sucht den Punkt SW Transmit Additional. Das müsste der sechstunterste Punkt sein. Bei Ihnen allen müsste da T drin stehen. Das ist die Funktaste für Ihren Additional-Funk, also Ihren Zweitfunk. Da Sie wahrscheinlich alle nicht erst seit gestern spielen, ist Ihnen bekannt, dass wenn Sie den T-Muskel drücken, Sie im Kofferraum landen. Ist verdammt uncool, wenn Sie halt im Auto als Fahrer sitzen und dann im Zweitfunk funken wollen. Da sollten Sie halt irgendeine Taste auswählen, die nicht belegt ist. Ich persönlich habe die Taste rechts neben der Shift-Taste, die größer-kleiner-Taste, sollten Sie die auswählen, müsste bei Ihnen OEM 102 stehen. Die Taste ist nicht belegt und ist leicht zu erreichen. Gut. Für was lohnt sich ein Zweitfunk? Ein Zweitfunk ist besonders praktisch, wenn Sie mit Ihrem Streifenpartner fahren. Ja, schön, ihr müsst jetzt bitte nicht alle funken. Wenn Sie mit einem Streifenpartner fahren und sich einen privaten Funk machen, dann können Sie auch im Einsatz mit Ihrem Streifenpartner kommunizieren, ohne den Funkverkehr zu belästigen. Beziehungsweise können Sie sich dann den Leitstellenfunk auf Ihren Additional Channel legen und dann auch im Einsatzfunk den Leitstellenfunk hören, weil es kann sein, dass die Leitstelle, auch wenn Sie im Einsatzfunk sind, etwas von Ihnen möchte. Hat das jeder soweit verstanden? Jawohl. Ja. Und shit, ist gerade ein Fehler aufgefallen. Durst habt ihr denn alle? Gut, gibt es dazu Fragen? Ja, nein, vielleicht. Gut. Nein. Ihr kriegt auch nachher, also später im Verlauf eurer Ausbildung, noch ein Funktraining. Da lernt ihr halt noch genauere Sachen. Dann drückt ihr einmal bitte Z. Wunder, Wunder. Wo als Zivilist ihr das Baumenü habt, steht jetzt Wanted. Das ist unsere wunderbare Wanted-Liste. Da klickt ihr einmal bitte drauf. Dann habt ihr rechts die ganzen Leute, die auf unserer Wanted-Liste stehen. Mir fällt da zum Beispiel gerade unsere Dame vom BKA auf, die da eigentlich gar nicht draufstehen sollte, weil sie Polizistin ist. War wahrscheinlich wieder die Schwester unartig. Wenn ihr irgendjemanden da auf dieser Liste rechts anklickt, kommt auf der linken Seite in der Wanted-Liste die ganzen Straftaten, da könnt ihr mal durchgucken, wer ganz besonders böse war. Wie der Herr Unfug, einmal falsch parken.
Ja, bitte, Herr. Aha, Herr Statham. Viermal Abbruch. Das kann nicht ich gewesen sein. Ja, das frage ich mich gerade auch. Der bösen, bösen Anwärter. Gut, so. Was? Ja? Ruhe jetzt. Über den Namen der Straftäter steht Current Bounty Price. Das ist der Preis der hinterlegten Straftat mit der maximalen. Also es wird von jeder Straftat immer das maximale Bußgeld genommen und das addiert. Diesen Wert solltet ihr nicht nehmen. Ihr sollt immer im Bußgeldrechner das gegenrechnen, weil auch in der Wanted-Liste keine Haftzeit steht. Und einige Straftaten halt Haftzeit haben. Solltet ihr einen höheren Rang begleiten, könnt ihr auch Straftaten löschen. Das werdet ihr aber dann auch erst im Laufe eurer Laufbahn. Hahaha, lustig. So. Wie gesagt, dazu lernt ihr später mehr. Ja. Ihr kommt dann halt rein, also mit der Erfahrung wisst ihr ungefähr, was der Herr für eine Straftat, also was er für seine Straftaten kriegt, also wie viel Gefängniszeit und wie viel Bußgeld. Ihr halt als PMs, PMAs, POMs sollt da immer den Bußgeldrechner noch als Referenz nehmen. Dann drückt ihr mal bitte Escape, landet wieder in eurem normalen Tablet und guckt dann zwischen SMS und Taxi Ali rufen einen neuen Punkt, der heißt Wanted Plus. Da klickt ihr mal bitte drauf. So, jetzt habt ihr links alle Leute, die auf der Insel sind aktuell. Und rechts habt ihr alle Straftaten, die sind nach den Paragraphen aus dem Bußgeldrechner auch so listet. Also Straftat Nummer 1 ist PKW fahren ohne Führerschein, werdet ihr auch so im Bußgeldkatalog finden. Jetzt könnt ihr zum Beispiel alle nicht auswählen. Ich in einer doofen Liste. Und mir irgendwelche Straftaten geben. Aber seid sicher, dass ihr mich ausgewählt habt und nicht irgendeinen Namen zifft. Gut, dass der Herr Unfug nicht ich ist, aber. Keine Ahnung. Und ich wette, irgendein Trolle kommt eh wieder auf die Idee, mir sexuelle Belästigung oder so vorzuwerfen. Oh. Nee, ich war nur ganz böse bis jetzt. Gut. Also, ich hatte einmal Drogen im LKW. Oh, ich habe eine Hauptstadt belagert, zweimal Drogen angebaut. Ich habe den Herr Unfug bestochen. Keine Rechte vorgelesen. Zweimal Angriffe gemacht, einmal Raub, einmal Hehlerei, einmal Falschparken. Scheiße, wie ist das passiert? Einmal Erpressung, einmal Aufstand, einmal Fahrzeugdiebstahl, einmal Bankraub und einmal Belästigung. So. Noch was? Das würdet ihr jetzt alles in den Bußgeldrechner tippen. Ich würde vermuten, ich krieg wahrscheinlich 60 Monate und, naja, irgendwas so zwischen 2 und 5 Millionen. So. Ist jetzt noch mehr auf deiner Liste, ne? Noch mehr. Alter. Belästigung, Prostitution, dreimal psychologische Verletzung, Annahme von Prostitution. Der Herr Meier hat sich gebückt, habe ich das halt als Annahme von Prostitution genommen. Aus Menschenhandel vergessen. Ja, ich handel immer mit dem BKA. Lach. Bin wieder da. Gut, ja. Oh, ich kann nicht mehr. Ja. Schon komplett fertig. Ja, jetzt reicht's. Ihr fügt mich jetzt nicht mehr weiter hinzu. Wie löscht man aus der Wanted-List was? Gar nicht. Ihr könnt das gar nicht. Solltet ihr was falsch eingetragen haben, dann sagt das eurem Vorgesetzten und der weiß damit umzugehen. So, wichtig für euch ist, solltet ihr Tickets ausstellen. Ihr stellt Tickets zwischen 10.000, das ist unsere Bearbeitungsgebühr. Also wenn der Herr zum Beispiel überfahren mit Todesfolge hat und der Herr, der überfahren wurde, auch dabei steht und sagt, ja okay, war ein Unfall, dann gebt ihr den im 10.000er Ticket, dann ist die Sache gegessen und 9.999.999 aus.
Also 9 Millionen ist halt das Maximal-Ticket, was ihr ausstellen könnt. Solltet ihr ein Ticket ausgestellt haben und der Herr trotzdem eine Haftstrafe kriegen, jetzt hört mir gut zu, das ist wichtig. Ihr werdet im Normalfall nur Haftstrafen bis 60 Monate ausgeben. Es gibt noch die Ausnahme 120 Monate, aber das ist für Leute, die keine RP betreiben. Also, ihr nehmt den fest, lest ihm die Rechte vor, er sagt, jo, habt die Rechte verstanden. Steht dann im Verhör und er sagt, du kannst mich mal, ich sag gar nichts, steck mich in den Knast, dann könnt ihr einen Admin hinzuziehen. Und den Herrn dann für 120 Monate wegstecken. 120 Monate sind nicht dafür da, dass der Herr mit euch 3 Stunden RP macht, dann aber das Ticket nicht bezahlen kann. Dafür ist es nämlich nicht gedacht. Es geht nur darum, für RP-Verweigerer, dass die 120 Monate weggesteckt werden. Ja. Gut. Ganz kurz, sorry, falls zwischendurch bei mir Musik rauskommt, aber meine Nachbarn drehen ein bisschen durch. Ich versuche das immer ein bisschen zu unterdrücken. Gut, Herr Luxemburg. Ja, bitte. Wo ist denn jetzt der Herr Carey schon wieder hingerannt? So. Ich bin Luxemburg. Noch hier. Erklären Sie mal anhand des Herr Careys das Interaktionsmenü mit Zivilisten und das Interaktionsmenü mit Autos. Alles klar. Wir bilden mal einen Kreis um mich und den Herr Carey. Damit meine ich alle. So kann man mich verstehen, gut. Alles klar. Mobbingkreis. Mit dem Windows-Muskel können Sie, wenn Sie vor dem Herr Carey stehen, einmal verschiedene Sachen aufrufen, ja? Das Aktionsmenü. Dort gibt es zuallererst mal Fesseln. Das probieren wir gleich aus. Dann natürlich die Lizenzen durchsuchen. Das heißt, jeder kann mal bei dem Herr Carey Lizenzen durchsuchen drücken. Da sieht man dann seinen Namen und alle seine Lizenzen, ja. Geht sicher, dass ihr den Zivilisten halt auch vorher gefragt habt, nach dem Führerschein zum Beispiel. Und wenn er einem das dann gibt, dann könnt ihr die Lizenzen überprüfen, ja. Gut. Danach haben wir Strafzettel ausstellen. Das sollte man kennen. Kann jeder einmal draufdrücken, aber bitte keinen Zettel jetzt ausstellen. Da kann man dann, wie gesagt, einstellen, wie viel man haben möchte von dem Herrn, wie viel er bezahlen muss. Und du pass mal kurz auf, ich muss mich mal zu das Menü schließt man mit Escape. Genau. Daneben steht Lizenzen abnehmen, das lassen wir sein. Das funktioniert auch gar nicht. Also Lizenzen abnehmen nicht machen. Alkoholtester funktioniert auch nicht, ja. Was ist dann bei Autostraftaten oder sowas? Weil ich habe als Zivi wurde mir immer der Führerschein weggenommen. Ich zum Beispiel. Wenn Sie zu schnell rasen, wird Ihnen ja sowieso, wenn Sie durch den Blitzer fahren, irgendwann der Führerschein abgenommen, ja? Oh, ich habe eine Ersatzfahrlizenz gerade bekommen. Also Ersatz... Leute. Also, Lizenzen abnehmen, Alkoholtester, Ersatzfahrlizenz ist unnötig, braucht ihr nicht, ja? Dann habt ihr noch Ausweis zeigen, damit könnt ihr dem Herr Carey den Ausweis von euch zeigen. Ja, Herr Crowder, ich habe gerade Ihren Ausweis bekommen. wenn Zivilisten Sie fragen, ja, oder darum bitten, dass Sie Ihre Dienstmarke zeigen, dann haben Sie das auch zu tun, ja. So, jetzt kommen wir mal zum Fesseln, eigentlich der wichtigsten Sache hier aus dem Interaktionsmenü. Gefesselt wird nur, wenn der Herr so zu Ihnen steht, ja. Dem Rücken zugewandt, weil es gibt keine fliegenden Handfesseln, ich kann ihm von hier aus nichts anlegen, ja. Damit Sie Bescheid wissen, ich möchte niemanden sehen, der so die Handfesseln anlegt, ja. So ganz kurz mal so gesehen, wenn Sie den Herrn von vorne fesseln, sehen Sie sich ruckzuck im Support wieder, weil das dann nämlich RP-Fail ist. Und ich glaube, das gibt mindestens 24 Stunden oder so, wenn mich nicht alles täuscht. 11. Oder 12. Am ersten genau. Vergehen eigentlich 12. Richtig. Und dann halt immer von hinten wieder, Kollege Schatzhafter. Alles klar, Entschuldigung, du kannst klar. Weitermachen. Herr Klein, kommen Sie mal vor. Stellen Sie sich mal hinter den Herr Carey. Eine Frage. Ich lasse mich nicht verhaften. Nein, nein, nein. Okay, ist gut. Er hatte eine Frage. Also Herr Klein, einmal Frage bitte an. Auf Fesseln drücken, ja? Herr Luxemburg? Ja, bitte. Hat einer eine Frage? Ja? Wie ist es denn jetzt, wenn er sich die ganze Zeit von mir wegdreht mit seinem Rücken, also so die ganze Zeit hin und her dreht? Können Sie ihn im, ich sag mal, im schlimmsten Fall müssen Sie ihn dann wahrscheinlich tasern, um ihn zu fixieren, ja? Okay, gut. Also wenn er sich umdreht, ist das natürlich scheiße. Wir versuchen aber immer, ihn so gut wie möglich zu erwischen, ja?
Fälle gibt's immer wieder. Da müssen sie in der Situation handeln, ja? Kann man wenn eine Person getasert ist, die auch Handfesseln anlegen, wenn sie am Boden liegen? Ja, das funktioniert. Das heißt, ich kann noch tasern und dann Fesseln anlegen. Ja, aber wenn der Herr sich zu ihnen dreht, dann müssen sie ihn nicht tasern. Ja, ich meine, wenn er jetzt irgendwie blöd rumrennt oder sich dumm dreht. Ja, dazu kommen wir ja gleich nochmal. Oder hattet ihr schon mit dem? Ich glaube. Gut. Jetzt drücken wir alle nochmal Windows und man sieht gleich ein ganz anderes Menü. Ja, Windows auf den Herr Carry. Man hat gleich ein ganz anderes Menü hier. Ja, dort gibt es wieder Lizenzen durchsuchen. Dann gibt es einmal durchsuchen, ja. Als der Herr Carry oder sonst wer Drogen oder irgendwelche illegalen Sachen, Dietriche dabei hat, wird durch diesen Durchsuchen-Knopf alles entfernt, ja. Carry, haben Sie irgendwas dabei? Nein, ich habe, glaube ich, nichts dabei. Gib mir mal irgendjemanden Dietrich. Kauf mal einen Dietrich. Jetzt mal meinen Dietrich-Augenblick. Hat dir doch das Koks vorhin zugesteckt. Ja? Ja klar, aber sag's dem Carry nicht. Also, Was? Ich hab meinen Namen gehört. Ja? Crowder, jetzt einmal bitte auf Durchsuchen drücken, ja? Und auf einmal ploppt's unten auf. Nico Carry hat Schmuggelware im Wert von 1.150 und alles bei sich, ja? Das sind illegale Sachen, die sofort vom Herr Carry entfernt werden. Danach können Sie ihn dann auch auf die Wanted-Liste setzen. Zum Beispiel nicht wegen. Schon. Naja. Zum Beispiel wegen Drogen und allem, ja? Nein, das steht da schon automatisch drauf. Dazu sollte er irgendwas dabei haben, landet er automatisch wegen Drogenbesitz an der Person und wegen ein anderer Punkt. Oder am Rucksack. Drogen im Rucksack und Drogenhandel, glaube ich. Genau. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht mehr draufpacken. Also wenn ihr den Dietrich abnehmt, habt ihr Drogen im Rucksack. Alles klar. Danach wieder ins Interaktionsmenü. Dann haben wir natürlich Escort starten. Das sollten wahrscheinlich viele schon kennen. Wenn ich den Herr Carry jetzt nehme, dann drehe ich mich wieder so zu ihm. Und dann drücke ich auf Escort starten und dann kann ich ihn mitnehmen, ja, zum Beispiel ans Auto. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn es um die Sache mit dem Auto geht, ja. Alles klar. Dann haben wir wieder den Strafzettel ausstellen. Das würde ich aber im besten Fall nur machen, wenn der Herr Carry nicht gefesselt ist, weil sonst kann er nicht unterschreiben. Inhaftieren, das heißt, wenn der Herr Carry irgendwas so Schlimmes gemacht hat, dass er ins Gefängnis muss, dann können sie ihn inhaftieren. Das geht aber nur an zwei Stellen, und zwar an unserem Polizei-HQ oder im Gefängnis selber, ja. Das heißt, hier wird es gar nicht funktionieren und das wollen wir auch nicht. Gut. Daneben haben wir ins Auto stecken, das heißt, wenn der Herr Carry neben dem Auto steht, dann kann ich ihn damit reintun, ja. Also ins Auto stecken, auch eine wichtige Sache. Was dazu, ihr solltet gucken, dass euer Scheißauto offen ist, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, wie er jemanden durch eine zu eine Tür und eine zu eine Fensterscheibe gestopft hat. Also euer Auto sollte immer offen sein und ihr solltet ihn auch darauf hinweisen, dass er vielleicht seinen Kopf einziehen soll, nicht dass er sich noch den Kopf stößt. Entwaffnen wird auch nicht benutzt, weil wenn sie den Herr Carry entwaffnen, dann hat er nämlich gar nichts mehr, ja? Das heißt, das lassen wir auch sein, ja? Entwaffnen bitte niemals. Funktioniert immer noch nicht. Wenn er eine lange Waffe auf dem Rücken hat, wie nehme ich ihn ab? Nicht mal so, dass er komplett nackig dadurch macht. Wir waren doch bestimmt schon mal im Verhör von der Polizei, oder? Ah. Ja. Sollte der Herr irgendwelche Waffen haben, kurz dazu, Exkurs ins Verhör, dann stellen sie ihn mit dem Gesicht zur Wand, stellen sich hinter ihn an die Tür, sie schauen in seinen Rücken, sagen ihm, wir werden sie gleich losmachen. Sollten sie sich umdrehen und auf Faxe machen, sehen wir uns gezwungen, von unseren Tasern bzw. unseren scharfen Schusswaffen Gebrauch zu machen. Dann macht ihr ihn los. Sollte er sich umdrehen und euch erschießen, dann... Ja, beziehungsweise sollte er anfangen, sich umzudrehen, habt ihr Schusserlaubnis. Sollte er euch einfach so im Verhör erschießen, dann könnt ihr das anderweitig klären, da unsere Polizei-HQs absolute Selbstsohn sind. Und absolute Selbstsohn sollte ja jedem bekannt sein, was da verboten ist. Das ergibt keinen Sinn, aber okay. Okay. Oh, alles klar. Also, wie gesagt, entwaffnen, Lizenzen abnehmen, Alkoholtest, Ersatzfahrlizenz und Personalausweis suchen ist auch nicht unbedingt nötig, weil durch das Lizenzen durchsuchen kriegen wir auch gleichzeitig den Namen.
Alles klar, soweit noch Fragen dazu? Nein. Dann kommen wir jetzt zu den Interaktionen mit dem Auto und alles weitere. Soll ich das auch noch machen? Danke für den erneuten Ersatzfahrschein. Ist vielleicht den Carry los? RP ja. Fell, du warst nicht hinter mir. Eine Frage dazu, und zwar, kann man mit einer Eskorte einen Menschen töten? Mit einer was? Also mit einer Sperre. Nein. Achso, mit einer Sperre, ja. Eskort okay. Nicht. Ich hab's zumindest noch nie gesehen, also ich würde auch. Oh! Ich würde auch keinem Zivilisten eine Sperre ins Gesicht hauen. Ich hab mich im Verhör umgedreht, wahrscheinlich. Da kommt ein Auto. Der Erfahrung meines Bruders weiß ich, dass Sperren sehr tödlich wirken, auch bei einer minimalen Kontakt. Ich wäre ja nur okay, unten, aber da kommt ein Auto. Nee, ist das Taxi Ali, wow. Oh Gott. Ja, oh. Ich kann mich nicht bewegen. Wow, jetzt ist unser Auto. Ach du Scheiße. Wunderbar, welcher Spaßvogel hat der Taxi Ali gerufen? Jetzt mal ernsthaft. Auch immer Taxi Ali gerufen hat, der soll sich jetzt mal bitte zu Wort melden. Natürlich wieder keiner gewesen sein. Die Mainzelmännchen. Vielleicht war es auch das GSG, was jetzt schon weg ist. Egal. Ist auch egal. Jetzt machen wir mal bitte das, den Taxi mit dem Auto. Sonst alles klar. Wir nie fertig. Bitte? Sonst werden wir hier nie fertig. Ja, alles klar. Dann kommt mal mit zu dem kaputten Auto. Und wir bilden wieder einen Kreis. Nee, hey, geht mal weg davon, ich repariere das kurz. Nein, lass, ist egal. Lass brauchen jetzt das jetzt hier nicht, die Reparatur. Alles klar. Das hier ist der BMW M3, den werdet ihr ab Rang EK, also Polizeikommissar, bekommen. Das heißt, es dauert noch ein klein wenig. Gut. Der erste, nicht. Der Herr Paint, setzt sich mal rein. Der kennt sich nämlich eigentlich schon aus mit den Interaktionen. Oh. Bei diesem Fahrzeug gibt es verschiedene Codes. Es gibt Code 1, den sehen Sie jetzt gerade, also gar nichts, ja. Es gibt Code 2, das heißt Blaulicht, ja. Gut, einmal vorgemacht. Hier ist das Blaulicht von dem BMW M3. Und es gibt Code 3, das ist Blaulicht mit Sirene. Diese Sirene benutzen wir aber normalerweise nicht. Ich will einmal wieder ausmachen. Danke. Die normale Sirene wird mit dem F-Muskel angemacht, ja. Hör bitte F-Muskel. Hört die sich an, ist auch ziemlich nervig. Deswegen machen wir sie auch gleich lieber wieder aus. Ja, das sind so die Sachen. Also Code 3 bitte nicht benutzen, ja. Nur Code 2 und F-Sirene anmachen, okay? Licht macht man mit dem L-Muskel an, das kennt man ja auch schon. Alles klar. Dann gucken wir uns jetzt das Auto mal ein bisschen näher an, indem wir wieder mit dem Windows-Muskel darauf zugehen. Wie wir das auch mit den Zivilisten machen, ja? Einmal bitte auch ein paar hier hin. Wieder aussteigen, ne? Hier rüber. Du kannst wieder aussteigen. Na geh, ich wollte dich rausziehen. Müssen wir alle nah ans Auto dran und dann einfach mal den Windows-Muskel drücken wieder, ja? Hat das jeder? Alles klar. Wir haben hier einmal reparieren, ja? Also unsere Fahrzeuge sind genauso wie die Zivilistenfahrzeuge. Wir brauchen Reifen und Motoren, um die zu reparieren, ja? Tanken kennt man auch. Durchsuchen ist eine coole Sache. Wenn man zum Beispiel Drogen vermutet, dann kann man einmal auf Durchsuchen gehen, dann steht da dieses Fahrzeug ist leer zum Beispiel. Ja? Herausziehen ist dafür ganz gut, um zum Beispiel Gefangene, die man gerade ins HQ bringt, einfach aus dem Auto rauszuholen. Zum Beispiel der Carry setzt sich rein und jetzt drückt mal bitte jemand auf Rausziehen. Dann kommt er wieder raus. So sieht das aus. Abschleppen ist ja auch beim RAC für uns Polizisten dafür gedacht, wenn jetzt Autos wirklich den Straßenverkehr beeinträchtigen, ja. Ansonsten wird kein Auto abgeschleppt, nur wenn es wirklich mitten auf der Hauptstraße steht, dann können wir abschleppen. Danach wird diese Person bitte auf die Wanted-Liste gesetzt, wegen Falschparken zum Beispiel. Gut. Dann haben wir noch Entbuggen, das kennt man auch. Wenn jemand drin sitzt, einmal draufdrücken und dann fliegt er kurz hoch. Das lassen wir jetzt lieber mal sein, bevor es noch zu Toten kommt. Dann haben wir noch den Tracker anbringen. Jeder müsste sich gerade eigentlich einen Tracker gekauft haben. Und wenn man auf Tracker anbringen drückt, wird dieses Fahrzeug getrackt, das heißt auf der Karte markiert.
ich das fragen? Ja, bitte. Den Tracker, den man in der Tasche hat, kann man den auch mit dem Z-Menü aktivieren? Den kann man auch mit dem Z-Menü aktivieren. Aber es ist letztendlich eigentlich voll egal, mit Z oder mit Windows, ja? Die Sache ist halt. Dazu solltet ihr jemals über Z-Menü GPS-Tracker benutzen machen und den an einen Zivilisten hängen, dann habt ihr ein gewaltiges Problem. Ich rede jetzt nicht hier von der Polizeisicht, das ist verboten. Ihr dürft keine Personen tracken, nur Fahrzeuge. Also bevor ihr auf die dumme Idee kommt. Ah, gut. Dann kann ich dazu auch nochmal kurz was sagen. Und zwar, wenn man den Tracker mit Z benutzt und dann, sagen wir mal, ich will jetzt hier einen Tracker ans Auto anbringen. Guck nur ganz leicht daneben, mach benutzen und auf einmal habe ich das Haus dahinter getrackt. Also es wird es wird wirklich empfohlen, per Windows das zu machen. Gut, danke Nico. Weiter geht's nochmal zum Tracken. Wenn das Fahrzeug getrackt ist, seht ihr das Grün auf der Karte. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, gerne mal probieren. Das Auto kann eigentlich von jedem getrackt werden, aber jetzt kommt's, in der Streife wird das Fahrzeug nur von einer Person getrackt, ja? Weit verstanden? Wenn sie ihr Auto durch irgendwelche Umstände verlieren, das heißt, es wird geklaut oder so, ja, dann haben sie ja immer noch den Tracker dran, ja. Sollten sie irgendwann vergessen, den Tracker anzubringen, dann haben sie ein großes Problem, weil sollte es geklaut werden, dann gibt es mächtig Ärger. Und als letztes haben wir noch Zulassung. Das können sie alle mal probieren, einfach mal auf Zulassung drücken, dann werden sie sehen, ach, ich bin der Besitzer des Fahrzeuges, ja. Da sehen sie jeden Erstbesitzer und jeden Zweitbesitzer, also wer die Zweitschlüssel hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel dem Herr Crowder den Schlüssel dafür gebe, dann können Sie jetzt nochmal auf Zulassung draufdrücken und dann werden Sie sehen, ach, der Herr Crowder hat den Schlüssel auch. Sollte er den Schlüssel wegwerfen, wird er nicht mehr angezeigt. Plötzlich noch eine Frage. Ja. Ich habe das schon einmal, ich war ja PH, ich habe das einmal erlebt, dass unter dem Fahrzeugbesitzer noch zweimal N stande. Nie. Steht das? Also A-N-Y. Ein Y. Wenn die Herren disconnecten und es einen Datenbankfehler gibt. Okay. Weil jemand die Karre geknackt hat und den Schlüssel weggeschmissen hat. Ja. Notwendige Regulierungsarbeit. Alles klar. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Punkt, den wir gerade schon hatten mit dem Herr Carey. Der dreht sich bitte noch einmal um. Luxemburg, denk an die Ansagen. Mit dem Fesseln und alles. Ein in die Fahrzeugansagen. 5, 6, 7. Ah ja, achso. Genau, das machen wir auch noch. Genau. Aber erstmal mit dem Herr Carey. Bitte noch einmal umdrehen. Also, Herr Klein, bitte einmal den Herr Carey eskortieren. Stellen Sie sich mal hinter den Herr Carey und eskortieren Sie ihn, ja? Herr Klein? Ja. Hinter den Herr Carey stellen, Escort starten drücken. Achtung, jetzt hat der Herr Klein den Herr Carey, jetzt kann er mit ihm hinlaufen, wo er will. Jetzt drehen Sie sich bitte zum Auto. Auf den Herr Carey und drücken Windows, dann können Sie ins Auto stecken. Aber genau, jetzt haben wir schon gemacht. Oh, ich habe meinen Kopf gestoßen. Schön durch die Ritze. Das, ja, das Auto ist zugeschlossen, keine Ahnung. Ich hab's zu gemacht. Ja, egal. Kopf gestoßen und wie gesagt, vorher im besten Fall sagen, ja, den Kopf einziehen, ja, sonst stößt er sich noch. Ist jetzt gerade nur. Hätten wir das auch, der Carey kam wieder frei. Eine Pistole! Ich hoffe, jeder hat das verstanden, wie das funktioniert, ja? Wenn Sie den Herr Carey im Escort haben, können Sie ihn ins Auto setzen. Oder wenn er gefesselt daneben steht, ja? Darf ich noch kurz was hinzufügen? Soll ich mal probieren? Ja. Soll ich mal? Mach ruhig. Und zwar, jetzt, nimm mich fest. Los, mach. Genau. Am besten, wenn ihr jemanden ins Auto stecken wollt, dann stellt euch seitlich zum Auto hin und guckt das Auto nicht direkt an, sonst ansonsten habt ihr das Auto-Menü manchmal. Das kann leicht behindernd sein. Ansonsten lassen Sie die Arbeit von einem anderen Kollegen ausführen. Das heißt, wenn der Herr Crowder eskortiert, könnte der Herr Statham den Herr Carey auch ins Auto setzen. Bitte einmal den Herr Carey wieder entfesseln. Jetzt kommen wir noch zu einer schönen Sache, und zwar: Es gibt drei Codes, die für uns wichtig sind. Und zwar, wer möchte sich mal ins Auto setzen? Hier, der Herr vor mir. Street, setzen Sie sich mal bitte als Fahrer ins Auto.
gibt drei schöne Ansagen, die wir Polizisten gerne benutzen. Und zwar einmal die Nummer 6. Bitte einmal Taste 6 drücken. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Stoppen Sie sofort Ihr Fahrzeug. Das sollte jeder von Ihnen, der als Zivilist unterwegs war, eigentlich schon kennen, ja. Wenn Sie möchten, dass ein Fahrzeug vor Ihnen stoppt, Sie eine Verkehrskontrolle oder sonstiges durchführen möchten, dann ist das eigentlich der effektivste Weg, weil man kann es relativ in Ordnung hören, ja. Ich will das gerade wieder nochmal anmachen, ich habe gerade Ohrenstöpsel drin gehabt. Bitte nochmal die Nummer 6. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Stoppen Sie sofort Ihr Fahrzeug. Wohin hört man das? Ja, ja. Also das ist dafür da, wenn Sie Verkehrskontrollen durchführen möchten oder sonstiges. Dann haben wir noch die Nummer 7, das ist noch was Schönes, bitte einmal. Einmal Nummer 7. Hier spricht die Polizei. Dies ist ab sofort eine Sperrzone. Bitte verlassen Sie das Gebiet. Sofort. Alles klar, das kennt man auch normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel die Bank gemacht wird oder in Attira eine Schießerei ist oder sonstiges. What the fuck? Dann ist dieser Spruch... Herzlichen Glückwunsch, Herr McKean. Dann ist dieser Spruch gut dafür geeignet, den Zivilisten klarzumachen, dass sie sich aus dieser Sperrzone zu verpieseln haben, da es ansonsten zu Festnahmen kommen kann. So, dann haben wir noch die Nummer 5. Einmal die 5, bitte. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Wir haben das Gelände umstellt, aber wir kommen in friedlicher Absicht! Auf die Schüsse im Hintergrund sollte man jetzt nicht hören. Es geht eigentlich nur darum, um das, was gesagt wird. Wenn Sie ein Haus umstellen und Sie wissen, dass jemand sich darin befindet, den Sie suchen, er keinen Ausweg mehr hat, rauszukommen, sind diese Sachen eigentlich relativ gut. Das ist eigentlich der Spruch, der am wenigsten genutzt wird. Aber die Nummer 6 ist das, was am meisten genutzt wird, ja. Die Nummer 6 zu Verkehrskontrollen, die Nummer 5, wenn Sie ein Haus umstellt haben zum Beispiel, und die Nummer 7 bei Sperrzonen. Alles klar. Gibt es dazu noch Fragen? Ist noch andere Tasten? Nein, das sind die einzigen drei Tasten, die wir haben. Ja? Blinker noch. Blinker gibt es nur bei wenigen Fahrzeugen. Bei dem M3 gibt es den zum Beispiel. Aber bei dem Krona, den Sie ab bald jeden Tag fahren dürfen, gibt es keinen Blinker. Gut. Ist klar. Dann als nächstes noch die Lizenzen. Geil. Soll ich das auch noch machen, die Lizenzen? Was für Lizenzen? Beispiel, bei den Lizenzen achten Sie bitte darauf, auf den Führerschein und den Waffenschein, ja? Wenn Sie jemanden durchsuchen, der aus dem Auto steigt und sofort seine Knifte draußen hat und die einsteckt, bitte nach dem Waffenschein fragen und natürlich auch nach dem Führerschein. Das werden Sie dann bald noch lernen. Gut. So viel erstmal dazu. Ich glaube, wir haben das Auto. Wenn der Waffenschein ungültig ist, was müssen wir da machen? Mit ins Verhör nehmen, oder? Wenn kein Waffenschein da ist, dann gibt es natürlich auch noch extra was auf der Wanted dafür, ja? Okay, also mit ins Verhör nehmen und Waffe abnehmen. Und nein, braucht ihr nicht. Ihr könnt ihm auch die Waffe abnehmen und ihm ein Ticket geben. Das fällt unter Besitz einer Waffe ohne Waffenschein. Kann mit Gefängnisstrafe bestraft werden, muss aber nicht. Ihr müsst nicht jeden, der irgendwas auf seiner Liste hat, mit ins Haku nehmen. Also wegen kleinen Delikten wie Falschparken, das kann man vor Ort regeln. Ja. Oder wegen Waffen, da nehmen sie ihm einfach die Waffe ab, ja. Die können sie dann auch gerne behalten oder wegschmeißen. Kommt natürlich darauf an, welche Waffe er gleich auf dem Rücken hat, ne. Wenn er jetzt eine HK416 auf dem Rücken hat, ist es natürlich nicht so toll. Gut. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich habe noch eine Anmerkung. Solltet ihr jemanden mit ins Haku nehmen, seid bitte so schlau und schleppt nicht alles ab. Also sagen wir mal, ihr haltet einen Truck an, in der gerade vor der Zentralbank ist, Richtung Attira. Der Herr hat muss wegen ein paar Delikten in den Knast. Dann schleppt ihm doch bitte nicht seinen LKW mit Rohdiamanten ab. Lasst euch den Schlüssel von dem geben, fahrt das Ding einfach ins Haku. Buchtet den halt für seine Zeit ein, dann kann er sich das Ding wieder abholen. Das entspannt die Ziffs und wir haben weniger Probleme, als wenn ihr ihm dann den kompletten LKW... Naja, es wäre so ein Mittel. Also, hinten stört es ein bisschen, aber sonst finde ich eigentlich ganz schön.
Und Skin. Dann hat ist er total abgefuckt im Verhör und das bringt euch halt auch nichts. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann könnt ihr euch alle an die Wand stellen, dann kommen wir nämlich jetzt zum lustigen Teil. Eine noch. Ja, bitte? Bitte? Oder beziehungsweise zwei. Mir ist das jetzt tief auch oft passiert, wenn jemand Kleidung oder sowas, so Luxemburg-Kleidung oder irgendeine super spezielle Sammlerkleidung hat, wegen was weiß ich, und er muss halt eingebuchtet werden, darf ich dann in meinem eigenen Ermessen, das wurde mir nämlich mal gesagt, in mein Auto seine Kleidung einlagern und die ihm dann zurückgeben? In ihrem eigenen Ermessen schon, aber sie müssen dran denken, wenn der Herr so teure Kleidung trägt, dann hat er das nötige Kleingeld. Also sollte er auch Zocker. Das Ticket, was sie ihm geben, bezahlen. Ansonsten... Ja. Es ging nur darum, es gibt halt gewisse Kleidungsstücke, die werden nur ausgegeben halt, was weiß ich, zu irgendwelchen Events und die gibt's halt nur einmal. Gut, dann soll... Aber wenn es sich jetzt um allgemeine Luxemburg-Kleidung, also Weste und Rucksack... Ich hab's gerade gelesen, GGV, tut mir leid. Sich dann halt weigert, muss ein bisschen zuhören, dass das klappt. Ehrlich, dann hat er sonst geht's irgendwann auf die Nuss. Kleidung wieder zu bekommen, okay. Weil er hat dann das nötige Kleingeld. So. Unfug. Ja. Wenn Sie den Eid machen. Kann ich machen? Dann macht der Unfug den Eid. So, der Unfug wird Ihnen jetzt was vorlesen. Sie werden ihm nachsprechen. Es gibt da so eine Phrase, da heißt, die heißt ich. Und dann werden Sie Ihren Namen hinzufügen. Jeder seinen eigenen. Gleichzeitig. Und kurz nochmal öffnen. Geht gleich los. Ach, Unfug, dein Ernst? So. Was? Rechtzeitig? Ja, also der Unfug wird eine Zeile vorlesen, Sie sprechen das dann nach. Bitte, Herr Unfug. Sind Sie soweit? Alle Mann schön die Glossen an den Kopf. Wunderbar. Sprechen Sie mir nach. Ich? Ich. Ich. Ich, Timo Schmitz. Wow. Ja. Nochmal. Ich? Ich. Ich, Domi Statham. Ich lobe hiermit, dass ich die Gesetze und die Rechte. Lobe hiermit, dass ich die Rechte und die Gesetze. Eines jeden respektiere und achte. Eines jeden respektiere und achte. Und dass ich stets nach bestem Gewissen und Recht handle. Und stets nach bestem Gewissen und Recht handle. Gemäß den Vorschriften und den Erlässen der Insel Altes. Gemäß den Vorschriften und den Erlässen der Insel Altes. Höre ich die Bewohner der Insel zu schützen. Richtig, Einwohner der Insel zu schützen. So war mir der Staat Altes Helfe. So war mir der Staat Altes Helfe. Kraft des mir verliehenen Amtes als Polizeiausbilder erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Und dürfen wir braten und küssen. Ihr ganzen PMAs, ihr solltet euch das Gesicht dieses Asiaten merken. Das ist so die wichtigste Person nach mir im Polizeidienst. Das ist unser leitender Polizeidirektor. Der Asiate hat er gesagt, ja. Ich wollte früher eigentlich schon kommen, aber ich war noch auf Weihnachten, ja. Alle Dude, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht hier. Sicher doch. Also ja. Ihr könnt die Flosse wieder runter machen, ihr seid vereidigt. Also, ich brauchte die jetzt nicht. Boah, ich weiß ganz genau, seid ihr 3, 6, 9, oh, 3, 6, 9, 10, ihr seid sogar 10 Leute. Wait. Ah, ich habe hier gerade hier so eine lustige Form, die sehen sehr lustig aus. Ja, hast du wieder kaputt gemacht. Ich habe wieder was kaputt gemacht? Nee, der in der Mitte, der ist bei mir im Boden. So gut. Alle, die Medics sind oder Admins, da nach links. Ich komme wieder als Kopf. Du brauchst nicht mehr herkommen, du kannst dann gleich ins Akku. Nee, ich möchte ja mitfliegen. So, okay, ja, dann komm, mach. So. Ja, irgendwie schon. So, jetzt Ruhe hier, danke. Die restlichen 6. Ihr braucht 2 Klassensprecher. Wer will das freiwillig machen? Ich. Ja, ich. Noch jemand außer D2? Nein? Erkenn ich doch nicht. So. Gut, dann sind eure Klassensprecher der Herr Paint und der Herr. Was ist denn das? Witz. Und der Herr Schmitz. So. Der Herr Paint und der Herr Schmitz werden eure Trainings mit euch absprechen und die dann bei uns beantragen.
Panther Schmitz, wenn Sie mal in der TeamSpeak App gucken, unter Infotafel Ausbildung, da finden Sie Trainings Prüfungsanträge, da kommen Sie auf ein wunderschönes Kugelformular, das können Sie dann ausfüllen mit allen relevanten Daten. So. Haben Sie sonst irgendwelche Fragen bezüglich der Polizei? Momentan noch nicht, nein. An. Ja, dann war es das hier. Und da können wir in Saku. Also, ihr vier, ihr könnt auch mit. Die Kahn ab. Da könnt ihr mal mit. Ja. So, also, wer jetzt im Dienst bleiben möchte, ja, der geht jetzt schon mal zu diesem wunderschönen Helikopter. Okay, ebenfalls. Nee. Herr Mai? Ja, Herr Carey? Na, kurz. Ich bin der Herr Paint. Entschuldigung. Ich habe nur eine kurze Frage. So, das war mein erster Tag. Ich werde jetzt hier mal Schluss machen, weil es jetzt hier noch ein bisschen komplizierter wird. Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal, Tag 2, machen wir weiter. Mit schönen Abend noch.